dass Yennefer da nicht drauf gekommen ist. Die ist auch sonst immer so scharfsinnig wie ein Bootschneidemesser. Was gerade. Ja, keine Ahnung. Was soll's. Ich bin nicht so mit Sprichwörtern. So, da vorne ist der Baum, da müssen wir hin. Auf hin. Auf schneller. Los. Los. Auf schneller. Schneller. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Gut, dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. Wie in so einer Snickers-Werbung. Besser? Besser. So, was haben wir denn hier vorne rumliegen? Ein wunderschönes... Blut des Feiglings. Blut. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Und irgendwas knurrt hier so. Das mag ich nicht. Aber wir wissen ja schon alle, was das ist. So, da hinten irgendwo. Von da hinten kommt's. So, die Spur führt da runter. Das heißt einfach hier drunter. Ja. Spur. Wo ist sie denn? Da vorne ist was rot, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil das irgendwie nicht wirklich nach Spur aussieht. Habe ich mich treffen lassen? Was? Niemals. Ich bin doch sonst sogar Pro-Spiel. Oh. Ach ja, richtig. Der Wolf brennt ja. Ha. War ich ein bisschen verwundert und bin ins Inventar gegangen und so, huch, nanu, ist sie eine Relikt und oh mein Gott, Chance auf Verbrennung. Ganze 4%. Also dafür, dass das 4% sein sollen, kommt das aber relativ häufig. Ups, habe ich jetzt gespoilert? Na, das tut mir aber leid. So, aber wir haben hier immer noch keine Spur. Wo ist denn diese blöde Spur? Wo hat der Typ denn hingeblutet? Ich könnte jetzt noch einen Witz mit Regelblutung machen, aber das lasse ich lieber. So, hier vorne Blut, hier hinten kein Blut. Ja, da ist kein Blut. Aber hier ist Blut. Oder Spuren. Ich kann auch nochmal E drücken, um zu untersuchen. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Ja. Das hätte ich auch gemacht, wenn in einem Garten ein Riesenwerwolf wäre. Und surprise, da ist ja plötzlich die Spur. So, wo führt sie denn lang? Einfach hinterher. Heult. Ja, ich gleich auch. Huch. Okay. Wo kam der jetzt her? Weiß auch so wirklich niemand. Okay, aber der ist tot. Und das Wolfsfell. Richtig, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich im Inventar geguckt habe. Und zwar, ob ich Essen dabei habe. Für den Wolf. Ha. Aber habe ich ja alles rausgeschmissen. So, hier kommt gleich noch was. Ich sehe es doch schon kommen. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Komm doch runter. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Ich wette, den Typen, den es verfolgt hat, oder das etwas, das ist nicht so gut ausgegangen. War das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Ja. Das Blut des Feiglings. Huch, wieder so ein blöder Wolf. Und er brennt. Und noch ein Wolf. Und noch ein Wolf. Und er brennt. Nein, er brennt nicht. Aber er ist trotzdem tot. Nein, doch nicht. Jetzt ist er tot. Also fast. Jetzt ist er tot. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt tot ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte ich nochmal draufhauen. Hey, Hundeteig. Und noch mehr Hundeteig. Ja, zur Not kann man auch das essen. Wir müssen vor den Morgwag ja schließlich auch noch was zufuttert finden oder so. Ah, ein Stück Fleisch. Das können wir ihm geben. Hey, Blutspuren. Und es waren angeguckte Blutspuren, deswegen sind die gelb. War verletzt. Er rannte los. Ich weiß nicht, wo er verletzt war. Das Blut des Feiglings. Aber wenn er so große Blutlachen hinterlässt, dann dürfte der schließlich nicht weit gekommen sein. Das Blut des Feiglings. Ich glaube, das war das Blut des Feiglings.
Ich bin mir aber nicht sicher. Ich könnte mich auch irren. So, wo rennen wir denn hin? Ach, zu dieser wunderschönen Tür dort. Ja. Da geht's nicht weiter. Und die Tür ist abgeschlossen. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Ach, blöd. Jetzt müssen wir außenrum. Genau, deswegen gucke ich jetzt erstmal auf Art und ob wir die Tür nicht so aufmachen können. Nein, können wir nicht. So, wie können wir denn jetzt also am schönsten außenrum? Das ist die Frage der nächsten Folge. Ach nee, wir sind ja schon in der nächsten Folge. Ja, da kommen wir nicht durch. Hier schon. Because Logic. So, kommen wir hier irgendwo durch, können wir da... Guck mal, da können wir doch wunderschön reinklettern. Aber Spiel sagt nein. Kann ich da rauf und kann dann da rüber springen? Ach, das habe ich gar nicht ausprobiert. Toll. Und hier kommen wir gar nicht rüber. Doch, jetzt kommen wir durch. Jetzt kommen wir durch. Merkwürdig. Ich glaube, der Entwickler möchte uns damit etwas sagen. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht sind die Illuminaten ja doch real. So, beste Idee ever. Lass uns doch mal hier Art ausprobieren. Ich meine, warum denn nicht? An random Places einfach mal Art auszuprobieren ist echt eine Kunst. Ja. Ja, das kommt davon, wenn man live nachkommentieren muss. Ja. Nachkommentieren. Oh, hier kommen wir ja rein. Das bringt uns bestimmt was. Zum Beispiel diesen wunderschönen Sack Mehl mit Eisbärenfell drinne. Denn wir brauchen auch alle Eisbärenfell. Und da unten ist eine Lupe, an die ich nicht ran kann. Ob das ein Bug der Entwickler ist? Man weiß es nicht. So, hier ist abgeschlossen und es wird ein Schlüssel benötigt. Hier ist abgeschlossen und es wird ein Schlüssel benötigt. Irgendwie wird hier überall ein Schlüssel benötigt. Blöd. Kommen wir ja so gar nicht weiter. Und wir müssen immer noch außen rum. Aber nicht hier. Denn das ist ja zu offensichtlich. Und hier sind wir wieder hier angekommen. Und hier ist der Baum. Und da vorne ist Yennefer. Hallo Yennefer. Ist es schön dort in der Landschaft. Und die Dinger können wir anzünden. Hey, lass doch... Ich habe die brillante Idee. Lass doch einfach mal alle im gesamten Park anzünden. Weil das hat garantiert total viel mit der eigentlichen Aufgabe gerade zu tun. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber ich hatte irgendwie plötzlich so eine Schnapsidee und... Ach, was soll's. Ich versuche das gar nicht erst zu erklären. So. Achso, ich glaube, ich habe mich da vor dem Schatten erschreckt oder so. Hey, Schatten sind ja auch so gespenstisch. So, nach einem geeigneten Ort suchen, wo man hier raushüpfen kann. Und dann versuchen, außen rum zu kommen. Ja, beste Idee ever, ich weiß. Das Außen wirklich wörtlich nehmen. Na gut. So, kommen wir da den Berg hoch. Tu mal so, als wüsste ich nicht Bescheid. Kommen wir da zufällig den Berg hoch? Wenn ich ganz langsam gehe, ganz episch. Ach nee, Moment. Ich konnte hier gar nicht rennen, ich erinnere mich. Also, wenn ich hier so einmal lang renne. Oh nein, ich rutsche. Na, so eine Überraschung. Und ich falle ins Wasser. Nach einer Schlitterpartie erstmal ins Wasser. Und da sind überall, wie heißen die Vögel? Krähen? Was? Krähen? Nein. Harpien? War das Harpien? Ich glaube, es waren Harpien. Keine Ahnung. Ich mache die Dingens hier relativ spontan. So, aber natürlich, weil da Flugvögel sind, müssen die Armbrust ausgewählt sein, denn ansonsten könnten wir die ja nicht vom Himmel schießen? Vom Himmel schießen. So, was habe ich hier noch geguckt? Achso, den Strauch da. Mit Bärbetriebe oder wie das Zeug. Ich kann es von hier hinten nicht lesen. Das heißt von hier hinten, ich sitze direkt davor, aber das Bild ist so klein, deswegen. Muss ich ja alles mit Aufnahmeprogramm machen. Nein, Quatsch, nicht Aufnahme. Wie heißt das Zeug? Videoschnittprogramm. Ja, ein wunderschöner Fluss. Wir watschen da einfach durch. Wir haben schließlich sonst nichts zu tun. Und hier ist mir irgendwo aufgefallen, dass dieses Schwert ja ganz krumm ist. Ich habe es nur nicht laut ausgesprochen. Das heißt, ihr kriegt jetzt quasi Entwicklerkommentare zum Let's Play. Hey, ist das nicht wunderbar? Ja. Ich möchte behaupten, ich fokussiere mich auch nicht auf das, was ich gerade angucke. Huch, was ist das denn? Ach ja, 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 ich erinnere mich. Okay. Hier wollten wir gar nicht hin. Wir wollten nur außenrum. Und kommen dann gleich zu einer ganzen Sekte. Toll, nicht wahr? So, versuchen hier hoch zu rennen, versuchen hier hoch zu rennen, merken, dass das nicht geht, versuchen dort hoch zu rennen, merken auch, dass das nicht geht. Achso, noch merken wir das nicht. Jetzt merken wir es. Und ich renn zurück. Einer muss ja, ne? Einer muss jetzt zurückrennen. Ich könnte das Ganze auch beschleunigen.
Aber ich glaube, ich mach's nicht. Einfach, weil ich's kann. Weil ich keine Lust drauf hab. So, der Baum mit den Wurzeln da gerade eben, der sah richtig schön aus. Ja, genau. Ich fokussiere mich nämlich auf die Umgebung. Weil die viel wichtiger ist als das eigentliche Spiel. Oh, guck mal. Da waren ja noch zwei dieser Laternen. Verdammt, die habe ich nicht mitgenommen. Ja. So, hier nicht runtergeflogen. Und da vorne die Dinger anzünden. Verdammt. Die vor dem Eingang habe ich nicht angezündet. Blöd. Müsste ich ja nochmal dahin. Und alle anzünden. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Oh Mann. Ich weiß gerade, warum ich das nicht machen werde in der nächsten Aufnahme. Und ich darf es ja nicht spoilern. Ach, Mensch. Schön. Toll, was mache ich denn sonst den ganzen Tag? Ich meine, mein Hauptberuf ist ja nebenberuflicher Spoiler-Typ oder so. Keine Ahnung. Ich kann ja Game-Trivia einwerfen. Dieses Spiel wurde in 3 Jahren entwickelt. Und es ist viel besser als Call of Duty. Nein, keine Ahnung. Call of Duty überhaupt in 3 Jahren entwickelt? Ich glaube, jetzt wird es so in 3 Jahren, also ein 3-Jahres-Zyklus entwickelt, immer von einem Studio, jetzt wo die Next-Gen draußen sind. Oder? Keine Ahnung. Vorher war es ja, glaube ich, irgendwie immer nur 1 Jahr. Ich frage mich, wie sie das geschafft haben, Call of Duty in 1 Jahr. Na gut, dementsprechend war es dann auch. Warum war ich hier hinten nochmal hin? Ich habe keine Ahnung. Ich tue es einfach. Ich brauche dafür keinen Grund. Ich mache es einfach. So, was haben wir denn hier unten? Ach, hier unten können wir ja... Ach so, ja, genau. Da hinten kommen wir weiter, also lass doch erstmal hier lang rennen, weil das ja viel offensichtlicher ist, dass das richtig ist. Ich meine, warum denn nicht? Und ich muss gleich mal ganz kurz die Aufnahme stoppen, sehe ich gerade. Denn ich habe das nächste Video noch gar nicht importiert. Hey! Oh, Fußspuren. Warum sehe ich denn die jetzt erst? Also wirklich, was kann ich überhaupt? Was kann der Typ da, der da spielt? Warum guckt ihr euch das an? Das geht doch nicht. ja, geäst. Toll. Sträucher. Okay. Also Spuren, diverse genau. Spuren, alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Da war gerade der Cut. So, sein Lager ist in der Nähe, dann toll. Dann kommen wir hier auch garantiert hoch mit dieser wunderschönen Leiter, die sie da tatsächlich ziemlich gut eingebaut haben. Möchte ich einfach mal die Entwickler loben. Da komme ich nicht rüber. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Mir fällt gerade auf, dass Geralt die ganze Zeit laut mit sich selber spricht. Was denken denn wohl die ganzen Figuren mit ihm? Die alte Oma, die hat ja schon mit ihm geredet. So, wenn ich mit dir selber spreche, dann sagen alle, oh, guck mal, noch mehr Spuren. Toll. Lass uns doch erstmal das Schleusending machen. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Also erst den Hebel. Nichts passiert. Okay. Und jetzt den Hebel. Einfach weil. Schön. So, und jetzt können wir da auch reinspringen. Einmal ins Wasser. Da kommen wir nicht durch, weil da dicht ist. Keine Ahnung. Ich mag das halt gerne nochmal zurückzurennen. So. Einmal mit dem Kopf nach vorne. Wir müssen ja nicht tauchen. So, einfach nach oben. Das kann ich hier nicht tun. Doch, das kann ich hier tun. Und noch eine wunderschöne Formleiter, die Entwickler sehr gut mit eingearbeitet haben. Möchte ich einfach mal sagen. Und ein Busch. Yay. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Zeugs. Ein Haus da hinten. Ein Blumenpott. Nichts Spannenderes als ein Blumenpott. Ich schwör's.